Ma, da riecht's aber gut. Wer hat denn da so gut gekocht? Horchen wir uns einmal den Beitrag von der Hauptschulfrau mal gar, die wissen sicher mehr. Kommt's mit! Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Kochen ist das Thema. Die Leute kochen durchschnittlich sehr gerne und nehmen sich auch Zeit dafür. Kochen Leute, die normalerweise bekocht werden, nur selbst, wenn sie alleine sind? Kochen die Berufstätigen oft nur an Wochenenden? Wir stellten den Passanten auf der Straße die Frage: Wann nehmen sie sich Zeit zum Kochen? Seit ich allein bin, nicht mehr jeden Tag, aber wie mein Mann noch gelebt hat und die Söhne daheim waren, jeden Tag, mehrmals. Mittag auf jeden Fall, manches Mal auch abends. Sehr selten leider. Fast täglich. Jeden Tag. Ich tue gern kochen. Wenn ich meine Söhne habe, wenn meine Frau in der Arbeit ist, und am Wochenende manchmal, wenn es Zeit ist. Und ganz wichtig, im Urlaub, da koche ich meistens, nicht meine Frau. Meistens jetzt Wochenende, weil es für mich ein Hobby ist. Vorwiegend am Wochenende, weil ich unter der Woche arbeiten muss. Eigentlich jeden Tag. Ich koche das Mittagessen noch und am Abend. Da ist ja an und für sich nicht mehr sehr viel, weil ich auf Figur schaue. Und mein Mann, der ist kalt, der ist der Jausen. Im Supermarkt kann man zahlreiche Lebensmittel einkaufen. Meistens kommen die Lebensmittel aus aller Welt. Durch den Transport wird die Umwelt zusätzlich verschmutzt. Obst und Gemüse gibt es das ganze Jahr, obwohl man es nur in bestimmten Saisonen ernten kann. Viele haben auch einen Garten, wo sie ihre eigenen Früchte ernten. Wir stellten den Linzerinnen und Linzern die Frage, nach welchen Kriterien sie ihre Lebensmittel auswählen. Voll biologisch muss es sein und bin Vegetarierin. Was schmeckt und es wird verschieden eingekauft, sehr viel Bio. Hauptsächlich nachdem, ob es aus der Region sind oder nicht, gerade beim Fleisch, aber auch beim Fisch, gehe ich so gern fischen. Beim Gemüse haben wir jetzt da selbst ein Hochbeet und so, dass wir selbst produzieren. Nachdem, ob sie gesund sind oder ob sie viel Zucker enthalten. Und noch Frische, was bei mir wichtig ist, ist, dass Bio ist. Naja, in erster Linie schaue ich, dass sie möglichst nah aus der Umgebung kommen. Schon jetzt, wenn man so viel weiß, mit den Skandalen rundum. Und jetzt, wo der Haushalt so klein ist, muss ich natürlich schauen, dass die Packungen nicht riesengroß sind, weil ich nicht das Kauf 2 oder Kauf 3 zahle 2 und den Rest schmeiß weg. Diskutiere ich nicht, das gefällt mir nicht. Am Markt gehe ich auch gern, ja. Ich wähle meine Lebensmittel so aus, dass ich ordentlich einkaufe, teilweise am Südbahnhof, also dass ich frische Ware bekomme oder sonst beim Spar, was halt üblich ist. Ich versuche regional, saisonal und biologisch einzukaufen. Bei gewissen Sachen kommt man eh nicht aus, zum Beispiel Bananen, die wachsen halt bei uns nicht. Aber sonst versuche ich halt schon, dass man sozusagen die Ernährungskette so gestaltet, dass so wenig wie möglich die Umwelt belastet wird und dass auch tiergerecht die Haltung, auf das schaue ich schon. Obst und Gemüse einmal nur nach der Saison. Also ich kaufe kein ausländisches Gemüse, zum Beispiel keine Tomaten im Winter. Im Winter gibt es halt Kraut und rote Rüben, die ich selber eingeweckt habe und das ist eigentlich was vom Garten ist. Und die anderen Lebensmittel, also auch nichts Ausländisches, sondern eher von der Region. Beim Fleischhauer, wo ich weiß, wo er sozusagen die Tiere herkriegt. Und eigentlich österreichische Ware. Und sehr viel habe ich im Garten. Fastfood-Ketten kommen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Sie sind sehr beliebt, sowie auch Fertigprodukte, weil sie schnell zu bekommen und günstig sind. Der Nachteil bei frisch gekochten Gerichten ist, dass es wesentlich mehr Arbeit bereitet. Daher stellt sich die Frage, was die Vorteile und Nachteile von Fertiggerichten bzw. frisch gekochten Gerichten sind. Die Vorteile von frisch gekochten sind, dass es auf jeden Fall gesünder ist und dass ich mich bewusster ernähre. Und die Nachteile von Fertigprodukten sind, dass sie nicht so gesund sind und dass sie Zusatzstoffe beinhalten, die für meinen Körper nicht gut sind. Die Vorteile von frisch gekochten ist, dass man weiß, was man verkocht hat und dass vom Geschmack weit ursprünglicher ist, also auch intensiver ist. Während ich Probleme auch zum Beispiel, dass ich gewisse Geschmacksverstärker oder Süßstoffe nicht vertrage. Und da müssen wir immer alles genau durchlesen bei den Fertigprodukten, was alles drinnen ist. Und das kann man gar nicht nachvollziehen bei sehr vielen Beschriftungen. Ich koche fast immer frisch. Ich kriege von Fertigprodukten zum Beispiel Sodbrennen, weil einfach so viel Chemie dabei ist. Es kommt schon vor, dass ich mir was kaufe.
aber ganz selten. Naja, es frisch gekocht ist auf alle Fälle, heute Vitamine sind da drinnen, sage ich mal. Und in den Kauften, was da gibt, ist die ganzen Gerichte, erstmal weiß ich gar nicht, was drin ist. Und zweitens sind da viel Geschmacksverstärker und so drin, die sind nicht gut. Na, die Nachteile von Fertigprodukten ist, dass so viel Transfette verwendet werden und ungute Chemikalien. Und der Vorteil vom frisch gekochten ist, dass man halt über was, ja, Tolles, Frisches für die Gesundheit tut. Keine Frage. Frisch gekochten weiß ich, was ich hineingib. Und die Fertigprodukte, naja, da sind so viel verdeckte Zuckerfett, ungesättigte Fettsäuren etc. drin. Die schmecken vielleicht recht gut, aber das ist sehr viel Chemie. Und wenn man selber kocht, hat es natürlich den Vorteil, dass man schon beim Einkaufen darüber entscheiden kann, was man einkauft und dann wie man es zubereitet. Man lernt auch den Umgang mit Essen, weil viele, gerade die Jungen und die Kinder, haben da glaube ich gar keinen Bezug mehr zum Essen. Täglich laufen zahlreiche Kochsendungen wie Koch mit Oliver, Die Küchenschlacht oder Andy und Alex im Fernsehen. In fast jedem Haushalt befinden sich ein oder mehrere Kochbücher. Wir haben einige Linzer und Linzerinnen über deren Meinung, wie wichtig ihnen Kochsendungen oder Kochbücher sind, befragt. Kochsendungen habe ich nicht so viel Zeit, Kochbücher haben wir einige. Manchmal haben wir auch gewisse Seiten im Internet, wo wir nachschauen irgendwas. Kochbücher ja, Kochsendungen schaue ich mir gar nicht an. Überhaupt nicht, ich hasse das, weil es fällt für mich unter die Kategorie Zeitverschwendung. Meins ist es nicht. Das ist mir grundsätzlich sehr wichtig, weil ich mir Ideen holen kann, aber ich bin ja sehr kreativ und frei bei meiner Zubereitung von den Speisen. Kochbücher habe ich eine ganze Reihe, weil es ganz nett sind als Lektüre und für Anregungen und zum Verschenken. Kochsendungen weniger, muss ich sagen, die interessieren mich weniger, aber Kochbücher schon, ja. Weil ich schaue mir dann Rezepte an und koche aber dann noch meine eigenen Sachen. Also Kochsendungen, muss ich sagen, schaue ich mir kaum an, weil ich ja auch keine Zeit habe. Das sind ja oft zu einer Zeit, irgendwann am frühen Nachmittag, wo ich sage, ja, da bin ich entweder sportlich unterwegs oder beruflich oder sonst was. Kochbücher habe ich früher, eigentlich war mir früher sehr wichtig, aber jetzt gibt es auch in den Zeitschriften schon so viele Rezepte, in den Tageszeitungen, und ich probiere immer sehr viel aus und gerne aus und kann dadurch sozusagen immer mein Sortiment aufbessern mit neuen, ja, mit neuen Ideen. Und, ja, und die Familie, die ist einmal sehr zufrieden damit, weil es abwechslungsreich ist. Ich habe es sehr schwierig gehabt. Kochbücher lesen war ganz furchtbar für mich, wie ich jung war. Ich tue es heute auch noch nicht. Meine Mutter hat mich nicht mitkochen lassen, weil ich einfach zu viel angestellt habe, wahrscheinlich daneben. Und es war für mich ganz schwierig, wie ich dann also einen Partner gehabt habe, zu kochen. Ich habe mir sehr viel selber gelernt. Koche teilweise noch die Weight Watchers und ich kaufe mir nie wieder Kochbücher, weil ich habe so viel geschenkt gekriegt, weil ich einfach nie kochen habe können. Uns ist aufgefallen, dass die meisten Menschen fast täglich kochen und meistens biologische, regionale und saisonale Produkte kaufen. Viele Menschen halten nichts von Fertiggerichten oder Fastfood. Fast niemand von den interviewten Personen nimmt sich die Zeit, um Kochsendungen zu schauen. Auf jeden Fall ist es zu empfehlen, dass man täglich frische Produkte zu sich nimmt. Man soll abwechslungsreich kochen und auf die Herkunft der Lebensmittel achten. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen interviewten Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Kochen.